Hi Freunde, Modman hier. Es gibt Neuigkeiten im Spiel und zwar wurden 1640 Spieler gebannt. Das sind die Spieler, die den Dupe Exploit genutzt haben und diese wurden jetzt aus dem Spiel genommen bzw. gebannt. Das Ganze hat am 2.11. gestartet. Am 2.11. wurden bereits 1200 dieser Spieler gebannt und die Items, die sie besaßen, also das Gold, die Items etc. aus dem Spiel entfernt. Natürlich auch die Häuser, Trophäen und so weiter und diese werden auch nicht mehr in den Statistiken mit einberechnet. Am 15.11. wurden zusätzlich 460 Spieler gebannt und auch wie bei den 1200 wurden alle Items etc. aus dem Spiel entfernt. Ja, natürlich haben die Exploiter auch Items gehandelt bzw. an Dritte weitergegeben. Nach längeren Recherchen, die jetzt auch seit dem 2.11. angedauert haben, konnten so 98% der Gegenstände, die dupliziert wurden und im Markt verbreitet wurden, entfernt werden. Und Spieler, die zum Beispiel eine Void-Rüstung erworben haben im Markt, die dupliziert wurde, haben eine Entschädigung bekommen. Und zwar den Kaufwert, den sie dafür bezahlt haben. Genau, grundsätzlich gibt es aber keine signifikante Auswirkung auf das Endgame. Zwar haben die Entwickler uns hier ein kleines Diagramm mitgebracht, das wir aufzeigen. Wir sehen hier in der linken Spalte in Grau alle Spieler, die Level 60 sind und genau, also 100% der Spieler, die Level 60 sind. Also wirklich, ja, wie soll ich es erklären? Also alle Spieler, die Level 60 sind, bilden den grauen Balken. Wieder, das sind natürlich 100%. So, der orangene Balken, das sind 9,1%, sind die Spieler, die Level 60 sind und mindestens ein Item haben, das 600 GS hat. PS, da gehören wir auch dazu. So, dann der rote Balken, also das hier sind alle Spieler, die Level 60 sind und mindestens ein Voidband-Teil haben. Also eins der Unheils-Armor, das war das hauptsächliche Item, das geklont wurde und mit in die Masse gestreut wurde. Das sind knapp 5,8% der Spieler. Ja, und im dritten, in dem grünen, sehen wir alle Spieler, die Level 60 sind und ein komplettes 600er Gear haben. Da gibt es natürlich einige Spieler, die das legal erworben haben und die werden in dem grünen Markdown gezeigt. Wie gesagt, die Spieler, die gebannt wurden, sind da schon rausgerechnet. Genau. Wie gerade schon erwähnt, ein großer Teil der geklonten Sachen war Void Armor. Die wurde bereits ausfindig gemacht und aus dem Spiel genommen und gegebenenfalls wurde Ersatz bzw. eine Erstattung gegeben, wenn Spieler das zum Beispiel im Auktionshaus gekauft haben, das nicht wussten und diese Armor dann quasi besessen haben. Ja, sollen auch Trophäen geklont worden sein, gerade die großen zum Beispiel Rüstungsschmiedungstrophäen oder auch Waffenschmiedetrophäen etc., die sollen auch geklont worden sein und in Häusern eingesetzt worden sein und natürlich auch weitergegeben sein. Da wird aktuell untersucht, welche Trophäen quasi legal und welche geklont erworben wurden und die sollen auch aus dem Spiel genommen werden, wie bei der Void Armor. In Zukunft soll es härtere Kontrollen geben und diese sollen auch zu schnelleren Sperrungen führen. Ja, nochmal ein großer Appell an die Community, wenn gemerkt wird, dass es irgendwie einen neuen Exploit gibt oder wenn man Spieler sieht, die sich auffällig verhalten, zum Beispiel Preise vom Markt extrem unterbieten etc., was halt auf einen Hinweis an den Exploit gibt, dann soll man das auf jeden Fall melden, am besten einfach ins Forum gehen, kurz einen Forumspost schreiben und die Entwickler so aufmerksam machen. Ja, grundsätzlich wollten sich die Entwickler auch nochmal bedanken bei der Community, dass sie so geholfen haben, die Exploiter zu finden und auch die Gegenstände, die quasi zu diesen Exploits geführt haben. Das Ganze haben sie im Forum gepostet, ich werde euch den Beitrag dazu nochmal unter dem Video verlinken. Jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung, heute um 18 Uhr sind wir wieder live auf Twitch. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung unten. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch dazustoßen, vielleicht sogar ein Follow auf Twitch da lassen oder auch gerne auf meinem YouTube-Kanal. Dadurch helft ihr mir zu wachsen und seid immer aktuell, wenn es neue Videos gibt oder wenn ich vielleicht sogar live auf Twitch bin. Generell heute ab 18 Uhr, kommt gerne vorbei, wir spielen New World, gucken ein paar Videos, machen wie immer ein kleines Gewinnspiel bzw. eine kleine Verlosung für alle Leute, die da sind und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ja, das war's eigentlich zu den Neuigkeiten. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, Fragen und Anregungen oder auch gerne Diskussionspunkte gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch eine Menge Spaß in New World. Wir sehen uns dann heute Abend im Stream. Bis dann, euer Mottenmann.